My mom said to me, the distance matters less than the experience. Grüezi, meine Kameraden. Ja, gestern noch einen coolen Typen kennengelernt, Monty. Kommt aus Kalifornien. Wir haben uns sehr viel unterhalten und zusammen essen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja, und jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg Richtung Norden, Richtung Taipei. 45 Kilometer heute, 2,5 Stunden Weg. Werden wohl eher so 4, weil gemütliche Fahrweise und so. Ja, we will see. Erstmal ein bisschen durch die Stadt. Ist echt bescheidenes Wetter heute. Vorhin hat es geschüttet wie Sau. Meine Taschen sind zum Glück trocken geblieben. Ein paar Toast gegessen. Es gab kostenfreies Toast. Ja, und jetzt ist es einfach wieder ein bisschen fahren. Leute, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Ziemlich nice eigentlich. Geile kleine nischige Ecke. Neues Badezimmer, Self-Check-In und so weiter. Glotze, die ich eh nicht benutze. Aber egal, man hat's. Ja, ich blende euch ein, wo ich bin. Ich weiß es gerade selbst nicht. Irgendwo 45 Kilometer weiter nach oben. Also ich bin 45 Kilometer jetzt schön passabel durchgeknallt. Sonne hat leider ganz schön geschienen. Ich habe heute meine Mütze nicht aufgehabt. Ich hoffe, es gibt kein böses Erwachen. Ja, ansonsten. Was soll ich sagen? Nichts. Ich werde später wahrscheinlich noch irgendwo was essen gehen. Ich gehe jetzt erstmal richtig schön duschen, ey. Ich bin so sweaty. Boah, Gott. Ich glaube, ein, zwei Tage müsste ich meine Wäsche mal wieder waschen. Einige Sachen davon riechen schon wieder angenehm. Ja, sonst nichts eigentlich. Weg war entspannt, war jetzt nicht so sehenswert. Waren viel Kackstraßen dabei, viel Highway und so. Ich glaube, es wird jetzt noch so bleiben. Deswegen werden die nächsten Tage bis nach Taipei wahrscheinlich so ein schnelles Ding. Ich bin aber auch müde. Ich habe gerade meine Sachen gepackt. Ich muss nur unbedingt, wenn ich wieder in Germany bin, mal einen ständigen Packsack holen. Ne? Der gibt auch schon langsam auf. Der zimpelt jetzt auch schon ab. Naja. Ja, ich fahre jetzt wieder weiter. Wir haben jetzt fast 11 Uhr. Das heißt, auschecken ist am Start. Guck mal, ich fahre jetzt einfach mal los. Ich habe jetzt nichts gebucht. Eigentlich weiß ich, wie weit ich komme mit meinem... Oh, irgendwie, es tut halt auch immer nur Steißbein weh. Der Rest geht voll klar. Beine sind völlig okay. Klar, die haben immer so einen leichten Muskelkater durch und durch. Aber am schlimmsten echt das Steißbein. Das ist das, was am meisten weh tut. Ja, dann fahre ich einfach los an der Küste entlang. Ich glaube, das ist jetzt alles so Scheißstraße. So Kackstraße. Hab ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich wieder so ein bisschen in die Berge gehe, um halt das Grüne wieder zu haben. Aber hier so viel Steigung, habe ich auch keinen Bock drauf.
Schlimm. Ja, ich denke, ich fahre einfach an der Küste entlang. Vielleicht kann ich ja irgendwie näher zum Wasser oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Haben wir 3 Kilometer geschafft. Das war eine Hitze. Das ist unglaublich. Die Sonne, die ballert. Oh. Also ich glaube, ich werde auch die Strecke bis nach Taipeh, außer es sollte sich irgendwas Geiles mal ergeben, relativ zügig skippen hier. Also videotechnisch das Ganze einfach in so einem kurzen Einminüter reinpacken und auf geht's. Weil das ist so unspektakulär. Aber ich habe nicht die Kraft, durch die Berge zu fahren. Das schaffe ich nicht. Oh. 3 Grad ist die Sonne ein bisschen hinter den Wolken. Dann ist es gleich viel angenehmer. Und dann traue ich mich auch mehr zu fahren. Wenn die Sonne so knallt, habe ich immer Angst um meine Haut, ey. Ich hab so fett Sonnencreme drauf, dass meine ganze Haut weiß ist. Aber trotzdem. Also, heute wieder 32 Grad, Sonne ohne Ende. Ja, die Dame an der Rezeption hat mir noch eine extra Flasche Wasser mitgegeben. Hat dann ein Bild von mir gemacht, wie ich vorm Hotel stehe, und dann mit meinem Handy auch noch ein Bild gemacht. Ganz nett, ganz nett. Also, es ist ja. Es ist so krass heiß. Du kriegst kaum Luft, ey. Es ist geisteskrank. Der Weg jetzt bis nach Taipei ist eigentlich nur noch Strapazen. Eigentlich sinnloses auf der Straße rumdüdeln. Deswegen fahre ich jetzt gerade zu einem. Oh, ich kann kaum reden. Deswegen fahre ich jetzt zu einem Bahnhof und gucke, ob das machbar ist, dass ich mit dem Zug zurückfahre. Boah. Und ja, dann in Taipei vielleicht 2, 3 Tage einfach an einem Platz rumlungern. Weil das jetzt ist nicht mehr irgendwas sich Schönes angucken, sondern einfach nur noch hemmungslos versuchen zurückzukommen. Das ist ja Schwachsinn, ey. Das kann ich auch sein lassen. Geht's wirklich in den Zug rein. Den Hintergrund.
steht auch bescheiden hier. Und ich soll in den letzten Waggon gehen, da sind extra Fahrradstellplätze. Das Problem ist, ich bin im Waggon 5, der letzte ist 10. Wir halten immer nur für ein paar Sekunden. Und der Schaffner hat gerade gesagt, weil ich ihm vorgeschlagen habe, also soll ich jetzt Waggonhopping machen. Jede Haltestelle einen Waggon nach hinten gehen. Jungs. Ja, Abenteuer, ne? Easy. Ja, welcome back to Taipei. Hab's aus dem Zug rausgeschafft. Musste ganz deutsch sogar nochmal ein extra Ticket am Gleis kaufen, weil ich 2 Haltestellen früher ausgestiegen bin. Und das geht ja gar nicht. Aber mein Gott, waren nur $25. Das ist irgendwo im Centbereich, glaube ich. Ja, ich habe jetzt noch 11 Kilometer vor mir. Dann bin ich beim Bike Rental Shop, wo ich das her habe. Ja, das Fahrrad ist länger gemietet, als ich es jetzt brauche. Aber es ist eben so, man kann nicht immer alles hundertprozentig planen. Ich hatte jetzt zum Schluss auch, ehrlich gesagt, absolut keine Lust mehr. Vor allen Dingen nicht unten an der Wasserseite. Da sind ja nur Schnellstraßen und so, das ist echt widerlich. Und deswegen bin ich jetzt ganz glücklich, wieder hier zu sein. Ich werde dann heute und morgen in einem Hostel verbringen. Die Nächte habe ich schon gebucht. Und ich freue mich heute Abend einfach auf irgendeinen Nachtmarkt zu gehen und mal wieder irgendein geiles Getränk zu trinken. Ach. Hey. No. No, no, just a small round, 450 kilometers. Sorry? You were camping? I was camping, yeah. It's too hard for me. Normally I want to go up to the mountains, but at the first hill I gave up. Yeah, just a little loop. I was just in Taichung. Yeah, a little bit in the mountains, just a few hundred meters, but not so high. Yeah, that's crazy. I will stop now and maybe I rent a car and go up to the mountains, I don't know. But the experience was worth it, so it's okay. My mom said to me, very nice sentence, she told me, the distance matters less than the experience. It was very nice. Kleidung ist gewaschen. Jetzt geht's auf den Nachtmarkt, ein bisschen was essen und dann lege ich mich hin. Ich bin müde, Leute. Müde. Dragon Fruit Banana. Direkt vorm Hostel haben wir einen Shake-Stand. Mega geil. Na, jetzt wollen wir noch ein bisschen was zu knabbern. Ein bisschen Hunger habe ich. Oh, Riesenstängel. Schwein und Hähnchen. Diesmal ein bisschen divers unterwegs. Ich bin aber auch gerade nicht so in der Laune, jetzt hier groß rumzurennen. Ich glaube, ich mache mir gleich einfach nochmal einen Smoothie. Und dann haue ich mich oben ins Hostel. Mache ein bisschen Video oder so.